Du willst wissen, ob es einen Musty-Flick in Rocket League Sideswipe gibt? Dann bist du in dem Video genau richtig. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es Unmögliche möglich gemacht. Wir haben dieses Jahr die 7000 Abonnenten geknackt. Ein riesen Dank geht raus an jeden Einzelnen, der Support unter den Videos da lässt, der einen lieben Kommentar schreibt, der einfach ein Abo dagelassen hat, seinen Freunden vielleicht sogar Bescheid gesagt hat. Leute, ein riesen Dank. Ihr supportet mich damit geisteskrank. Und Leute, ganz wichtig, wenn ihr auch noch zur geilsten und hoffentlich bald größten Rocket League Sideswipe Community dazugehören wollt, lasst super gerne ein Abo da, lasst dem Video super gerne ein Like da und aktiviert auch die Glocke für den Algorithmus. Würde mich super freuen. Und Leute, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum rum und starten direkt rein mit dem Video. So Freunde, erstmal für die Leute, die ein bisschen hinterm Mond leben und nicht alle meine Videos schauen. Es ist soweit, Freunde. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Der Titan weiße Octane ist einfach im Rocket League Sideswipe Item Shop, Freunde. Titan weißer Octane. Wir haben einen komplett neuen Item Shop gehabt. Leider haben wir keine neuen geheimen Items, aber ich glaube, Titan weißer Octane. Zumal, ich habe ihn mir nicht nur einmal gekauft, Freunde. Ich habe ihn mich nicht nur zweimal geholt. Ich habe ihn mir fucking dreimal geholt. Ich habe drei Titan weiße Octanes. Frag mich nicht. Aber das erste, was wir wie immer in jedem Video machen, ist erstmal auf ganz entspannt ein geheimes Item öffnen, Freunde. Baskenmütze. Perfekt, Digga. Perfekt. Nehmen wir mit. Nee, Leute. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. So, Freunde, jetzt fragen sich natürlich viele, ist ein Musty-Flick in Rocket League Sideswipe überhaupt möglich? Weil wer nicht weiß, wie ein Musty-Flick funktioniert, er funktioniert eigentlich normalerweise so, dass du den Ball so über deinem Auto hast und im letzten Moment einen Backflip, also einen Rückwärtssalto machst, dass du den Ball quasi in eine andere Richtung lenkst, so quasi über den Ball rüber. Viele werden den Trick kennen, noch früher von Rocket League, wurde vom YouTuber Musty quasi erfunden und man legt den quasi, man trifft ihn mit seiner Spitze vom Auto so und haut den dann damit nach oben und der Ball fliegt im Optimalfall dann über den Gegner damit rüber. Leider ist das in Rocket League Sideswipe nicht ganz möglich. Das heißt, wir können genauso gut springen, aber wir können leider keinen Backflip machen. Wenn ihr jetzt mal schaut, ich werde jetzt mit dem Controller in die entgegengesetzte Richtung drücken und einen Doppeljump machen. Dann dreht sich automatisch das Auto in die andere Richtung und wir machen keinen Backflip, sondern einfach einen Frontflip in die andere Richtung. Und somit können wir leider keinen hundertprozentigen Musty-Flick machen. Aber es gibt einige Möglichkeiten, wie das Prinzip ungefähr genauso funktioniert. Also vom Prinzip her ist es das gleiche, nur dass man halt keinen Backflip macht. Aber allein diese Methode, diese Art des Musty-Flicks funktioniert in Rocket League Sideswipe genauso und funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich habe euch jetzt hier nochmal ein paar Clips vorbereitet, die wir uns jetzt hier zusammen mal analysieren werden, die sehr, sehr nah an einen Musty-Flick rankommen, Freunde. So, Freunde, und zwar habe ich hier versucht, im Training annähernd irgendwie Musty-Flicks zu machen mit irgendwie Flips, kurz bevor der reingeht. Aber so richtig hat es nie funktioniert. Aber ich finde, no joke, es kam schon sehr, sehr nah dran an einen richtigen Musty-Flick. Gerade der jetzt, es kommt schon sehr, sehr nah dran an einen richtigen Musty-Flick, wie auch in Sideswipe zu sehen ist. Jetzt hier zum Beispiel seht ihr nochmal ein paar Beispiele, wie es dann in-game aussehen kann. Hier haben wir einige hier sowas irgendwie unter den Ball kommen und dann flippen, um den Ball so einen Push nach oben zu geben. Sowas ist extrem geil. Gerade hier jetzt auch nochmal sieht man perfekt, der Gegner kommt von unten, man will den Ball über ihn lupfen, man muss unter den Ball kommen und dann den Ball nach oben quasi flippen, um den dann quasi über den Gegner rüberzulegen. Leute, ich würde sagen, ich würde euch jetzt hier nochmal das beste Beispiel zeigen, wie man das Musty-Flick, diese Art Musty-Flick, es ist kein hundertprozentiger Musty-Flick, aber ich nenne es einfach so, weil es ist vom Prinzip her genau das gleiche. Du bist unter dem Ball und willst den Ball über den Gegner rüber lupfen. Einfach quasi unter den Ball kommen und über den Gegner den Ball rüber chippen. Wie sagt man es? In Fußball lupfen, chippen, ich glaube so. Das ist ja das Prinzip von Musty-Flick. Das macht ja diesen Musty-Flick so unglaublich OP. Freunde, ich würde sagen, ich blende euch einfach nochmal ein Video ein von Musty, wie er diesen Musty-Flick macht. Ich habe auch schon echt einige Videos gesehen von anderen YouTubern, dass die irgendwie gesagt haben, I do the first Musty-Flick in Rocket League Sideswipe. Und dann, ich blende euch mal ganz kurz ein, was dann kommt. Und danach blende ich euch davon ein Video ein, wie der Musty-Flick wirklich vom Musty selber aussieht. So, Freunde, das war es dann aber jetzt auch schon
mit dem Video. Danke an alle, die eingeschaltet haben. Kuss auch an alle, die das Video jetzt hier bis zum Ende geschaut haben. Leute, an alle, die das Video bis zum Ende geschaut haben, schreibt mal Hashtag 7K in den Chat für, in die Kommentare, meine ich natürlich mal. Schreibt mal Hashtag 7K in die Kommentare, um zu sehen, wer wirklich die Videos bis zum Ende schaut oder wer wirklich nach den ersten Minuten schon abbricht. Leute, deswegen schreibt Hashtag 7K, natürlich liken, nicht vergessen, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Aber Freunde, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag. Haut rein und ciao. Ciao.